Ein herzliches Willkommen zurück zum Goldgräber-Simulator oder auch Gold-Mining-Simulator. In der letzten Folge haben wir unsere erste Hogpen aufgebaut und zum Schluss sind wir hier geparkt, denn ich wollte, Tab war das. Genau, ich wollte mal gucken, ob wir, geht's hier weiter? Genau, ob wir das hier uns kaufen können. Mit dieser Hogpen, mit dieser automatischen Hogpen. Ich habe das noch im Kopf, deswegen quatsch nicht da, sondern ein weiter hier. Wir brauchen kleine Wasserpumpe, dicker und dünner Wasserschlauch. Zur Information für euch, ich bin leicht krank und ich habe sehr wenig geschlafen, 3 bis 4 Stunden. Deswegen bitte nicht, wenn ich mich verplapper oder irgendwas anderes oder ich mich komisch anhöre oder so, dann tut's mir leid. Das ist neue Wasserfilter, dass man sowas braucht. Also warte mal, wir gucken mal. Wir haben hier 1500. Wir brauchen erstmal mobiler Generator. Ja doch, den brauchen wir auch, ne? Oder? Ne? Warte mal, wo ist was? Wasserschlauch, dünner und dicker Wasserschlauch. Perfekt hier. Genau, einer reicht ja erstmal und der hier auch hinzufügen, so. Dann brauchen wir noch, genau, die Verteiler brauchen wir ja noch nicht. Goldnuggetator, geil. Ah, lol. Kleine Wasserpumpe. Ah, nee, warte, das ist was anderes. Wir brauchen irgendwas mit so einem roten... Hier, kleine Dieselwasserpumpe. Ah, okay. So, 201, genau, dann brauchen wir noch einen Wasserfilter. Haben wir ja schon hier, genau. Hogpen, Schiffkasten mit Pumpen, die brauchen wir. Und dann müssen wir jetzt noch dieses Quatsch, wie heißt das, Wasserfilter-Ding finden. Da muss ich aber selber erstmal gucken, wo das ist. Vielleicht hier hinten irgendwo. Vielleicht hier, Spa-Parts. Ja, ich glaube hier. Ja, guck mal hier. Das sieht gut aus. Oder auch nicht Abscheider? Ja, Abscheider. Ach, scheiße. Ah, hier. Wasserfilter, da. Ja, Wasserfilter hier. Oder? Ja, Wasserfilter, genau. Hogpen-Waschrinne, Erweiterung. Stimmt, es gibt auch noch eine Erweiterung. Ja, dann holen wir uns nochmal 2 Schiffmatten und nochmal eine Erweiterung. Genau. Waschrinne, genau, hier Erweiterung. Genau, das hatte ich nämlich gesehen. Perfekt. Das war's. Prima, zeigen wir mal das. Okay, das wird daran angeschlossen. Okay, ja, und das muss ins Wasser gelegt werden, okay. Ui, das ist sehr viel. 900 haben wir nur noch. Ich habe noch in den Grafikeinstellungen ein paar Sachen übersehen, die muss ich noch einstellen. Aber das mache ich dann im Übergang zum nächsten Part. Weil ich habe gerade... Oh, warte mal. Ich habe nämlich gerade leider nicht so viel Zeit. Also was jetzt gerade im Moment angeht. Ich muss in 11 Minuten muss ich los zum Zug. Ich nehme die Folge auf, im Zug nehme ich dann auch noch eine XT-Find-Folge auf. Also kann sein, dass Goldgräber müsste, glaube ich, nach XT-Find kommen. Also einen Tag nach. Also heute müsste dann der, also, ich überlege gerade, warte mal, heute ist der, also im Video ist heute der 30. Und am 31. soll XT-Find kommen und jetzt sollte dann der 1.8. sein, wenn das Video online kommt. Haben wir hier noch was? Das war's, oder? Ja, perfekt. Dann gehen wir weiter. Na, gehst du wohl. Ha. So, da sind wir. Bei unserer wunderschönen Farm. Ach, warte, wir können auch hier parken, ne? Oh, ja gut. Hogpen Dickstieg, ah ja. So, hier dann Handbremse und Motor aus und raus. Genau, hier haben wir diese neue Hogpen. Rinde, sag ich mal. Da können wir... Ah, guck mal. Okay, das ist die alte. Also, und die neue packen wir einfach... Oh, ja, guck mal, einfach hier drauf. Da würde ich sagen, holen wir jetzt die Erweiterung einmal. Die kommt dann hier drauf. So, jetzt müssen wir... Oh. Ach du Scheiße, da ist ja schon Diesel drin. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Ah, nein! Wo kann man den ausmachen? Da, ne? Oh, danke. Das wäre jetzt ein bisschen kritisch. Ich wusste nicht, dass da schon Diesel drin ist. Gut, dann stellen wir den hier hin. So, jetzt müssen wir gucken. Genau, da kommen die Schiffmatten rein. Das Ding kommt... Okay, das Ding kommt da dran, das Blaue. Das ist das Rote. Da. Genau. Ah, ja, ich glaube, ich weiß, wie das... Ja, ich habe es jetzt im Kopf. Also,
zeige euch das jetzt. Einrollen bitte. Danke. Jetzt müssen wir kurz mal... Ah, hier. Ah, da können zwei angeschlossen werden, okay. So, dann nehmen wir jetzt das hier und das kommt wo dran? Ah, da. So, und das legen wir jetzt hier einfach rein und jetzt holen wir noch den Wasserfilter, genau. Ah, und das kommt jetzt hier vorne dran, ne? Perfekt, Wasserfilter. Legen wir das noch ein bisschen weiter hier rein, genau. Stimmt, weil das ist ja ein unendlicher Bach im Prinzip. So, dann holen wir jetzt noch die Schürfmatten. Jetzt habe ich vergessen, ich wollte eigentlich noch einen Eimer mitbringen, aber ja, egal. Beziehungsweise, wir können auch, da drin sind ja, glaube ich, noch Eimer. Die Aufnahme geht schon wieder 9 Minuten, das geht schnell. So, ui, Setup fully upgraded Tier 1 Washplant, habe ich gerade bekommen. Okay, nice. So, dann holen wir mal, genau hier, die Eimer meine ich. Weil die brauchen ja nicht alle. Also da drin meine ich. Denn wenn wir jetzt die Eimer hier hinstellen. Was ich mich gerade noch frage ist, wo ist der andere Eimer? Ich will, also... Wir müssen auch bald mal wieder tanken, das will ich dann gleich einmal machen, wenn wir uns wieder Geld verdient haben. Ach, da ist der Eimer. So, da ist angeblich noch was drin, okay. Ja gut, scheiß auf. So, ich bin mal gespannt. Das heißt, ah ja, hier ist noch die Altogpin. Vielleicht können wir die verkaufen oder so. Ich grab jetzt und jetzt läuft das so. Ui, 27 Gramm, nice. Jetzt ist die Frage, warte mal. Wasserpumpe auftanken, genau. Wie viel Prozent ist denn da drin, ist die Frage. Oh, 20, okay. Können wir die einmal... Ah, okay, wir können die nicht umstellen, egal. Hä? Die hat doch Wasser. Warte mal. Hä, die hat doch Wasser, oder nicht? Oder hab ich die... Ach so! Ah, okay. Ah, hier. Okay. Ah ja, und jetzt kommt das Ding, genau. Ah. Aber ich glaube, was wir machen sollten... Na, gehst du wohl... Oh, die geht nicht aus. Ja. Wir lassen die jetzt mal kurz aus. Und wir machen das erstmal voll. Oh, Riesennugget. Nice. Was ich auch mal sagen wollte, ich werde jeden zweiten Tag immer was hochladen. Oh, es ist schon voll. Perfekt. Dann können wir das ja jetzt hier... Dann kann man das ja jetzt hier anschalten. Warte mal. Perfekt. Ui, und da läuft's durch. Was ich sagen wollte, ich werde jeden zweiten Tag was hochladen. Zwischendurch ab und zu lade ich dann immer noch ein zum Beispiel X-Defined-Video oder FDF-Video hoch. Das kommt auch wieder bald. Ich hatte nur einige Probleme halt jetzt mit Wavelink. So. Du Glückspilz. Yes, nice. So, ich würde sagen, wir machen das so lange, bis das Ding leer ist. Oder beziehungsweise ich mache das jetzt einmal. Und dann, ihr werdet jetzt hier eh beglückt mit einer... Boah, wenn wir erstmal diese anderen Parzellen haben, ne? Und oder uns welche kaufen können, weil uns wir müssen ja jeden Tag Geld abdrücken für das, also da, von dem, was wir verdient haben. Ich habe mir ein bisschen Angst, weil wir gerade nur nicht mal 1000 Euro haben. Oh, ist schon voll. Oh, ihr Riesennugget, dass wir pleite gehen oder uns einen Kredit holen müssen. Ja, Quatsch da. Gut. Ich würde das einmal machen, bis die Schiffmatten voll sind und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, die Schiffmatten sind voll. Perfekt. Dann würde ich sagen, stoppen wir das Ganze. Das Ding jetzt zum Beispiel können wir neu befüllen. Oder kann man das irgendwie ganz neu befüllen? Ich weiß es nicht. Ja gut, dann machen wir hier nochmal einmal. Genau. So, dann nehmen wir mal hier die Schiffmatte. Oh, na, sag mal. Ah! Jetzt. Genau, perfekt. Und dann nochmal die hier. Ui. Das sieht sehr dunkel gut aus. Also die Schiffmatte. Oh Gott. Ah, okay, chillig. Das funktioniert aber noch so. Okay.
perfekt. So, dann haben wir unsere beiden, Gold, Vorkommnisse, sagen wir es mal so. So, machen wir mal das hier drauf. Dann waschen wir das als erstes und dann nehmen wir gleich noch das zweite. Jetzt muss ich kurz hoch die Steuerung einmal. Steuerung einblenden. Ah, ja. Ach, Quatsch. Das ist immer dasselbe. So, warte mal. Rechts, vorwärts, links, rückwärts, hoch, runter. Ah, nach links und rechts, genau so. Ui, guck mal, da kommt das Gold. Da kommt's. Ui, ui, ui. Okay, das ist... Okay, perfekt. Dann jetzt den Goldsammelmodus. Boah, das sind viel. Alter Schwede. Das ist geil. Dann auch hier. Da. 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 So, mal gucken, ob wir... Vielleicht finden wir ja noch was, aber ich glaube, das war's. Ja, das war's. Dann kicken wir das hier rein. So, prima. Dann holen wir den zweiten Goldsand, sag ich mal. Hier haben wir den. Wir haben auch noch, okay, 6%. Ja, wir holen uns auf jeden Fall einen Kraftstoffkanister. Treibstoffkanister. Und tanken erstmal komplett alles auch, also auch in unser Wagen. So. Dann würde ich sagen, nächstes Gold. Glück. Ui, da sehe ich schon das erste Gold. Ui, ui, ui. Das können wir direkt aufpicken. Eins. Zwei. Ah, die größeren. Ah, drei. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was. Ui, ja, tatsächlich. Drei Stück. Krass. Hätte ich nicht gedacht, jetzt nochmal. Nehmen wir mal das kleine. Ah, die kleineren nehmen wir mit dem Ding auf und die größeren kommen ins Glas. Ah. Perfekt. Nochmal einmal schütteln, schütteln. Aber nee, da ist nichts mehr. Gut, dann kippen wir das aus. Ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig machen, aber egal. Dann würde ich tatsächlich sagen, boah, fast 300 Gramm, Alter. Schwede Junge, wie viel. Alter, das will ich jetzt. Ich bin gespannt, was wir dafür kriegen. Dann würde ich tatsächlich sagen, fahren wir jetzt los. Genau. Und wir gucken uns auch, wir fahren erstmal zur Bank und gucken uns den Goldbarrenpreis an, was wir dafür bekommen würden, weil das Problem ist, man muss auch fürs Einschmelzen was bezahlen. Deswegen gucken wir, was sich mehr lohnt, ob wir jetzt erst Gold jetzt verkaufen oder es vielleicht sogar schon einschmelzen. Dann fahren wir erstmal zur Bank und gucken uns die Goldpreise an, weil ich weiß nicht, oder gibt es sie hier bei DigTube? DigTube, ach nee, warte, Quatsch. Okay, nee, ich glaube, da gibt es, okay, da gibt es sie nicht, okay. Oh, nur noch wenig Diesel-Tank, okay, wir gehen doch erstmal... Obwohl. Das reicht noch. Hier ist irgendwo eine Kirche, okay. Nice. So, gucken wir uns mal den Goldpreis an. Ich hoffe, ich verstehe das auch. Oh, Gold 43. Nein, wir verkaufen das Gold normal, okay. Dann würde ich sagen, wir fahren jetzt zum Schmied, verkaufen das Gold. Dann holen wir uns noch einen Kraftstofftank. Und dann war es das auch wieder mit der Folge heute. So, da sind wir beim Smed. Perfekt. Ich bin gespannt. Golderzverkauf. Tschüss, was? Okay, 5000. Ja, verkaufen auf jeden Fall. Perfekt. Davon wird uns eh was abgenommen. So, dann fahren wir jetzt eben noch einmal. Obwohl, wir könnten mal gucken, was so ein Tankwagen kostet. Weil wir werden jetzt eh alles auf ich sag jetzt mal, motorisierte, oder Diesel, also ja, motorisierte Waschanlagen gehen. Im Sinne von, dass wir das so machen, dass wir zum Beispiel überall mobile Generatoren oder so Wasserpumpen, es gibt ja auch Maschinen diverse, da könnten wir auch nochmal eben nach den Preisen gucken. Aber erstmal holen wir uns ein bisschen Diesel. Das war jetzt taktisch unschlau. Unklug. Müssen wir einfach mal hoffen, dass die, wenn wir die kaufen, die schon befüllt sind. So, gehen wir mal tanken. Natürlich auf der anderen Seite. Perfekt. Ja, einmal voll tanken. Tschüss, okay. Das ist selbst für,
für uns sehr teuer, glaube ich. Können wir die... Achso. Warum? Ich frage einfach... Okay, egal. Dann holen wir uns eben noch einen Kraftstofftank. Kraftstoffbehälter. Jo. Reingedriftet. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die sind. Ah, hier, okay. Nehmen wir mal 2 mit, ja. Bestellung, perfekt. Mal gucken, ob die... Nee, aber ich denke mal, die sind nicht voll, weil das würde ja gar keinen Sinn machen, als ob die freiwillig so volles Ding verkaufen. So. Musik erinnert mich an The Walking Dead. Ich werde demnächst eigene einfügen, aber ich habe im Moment leider nicht so viel Zeit zum Cutten. Und wie viel kostet denn ein mobiler Kraftstofftank? Ich kann mich erinnern, dass der 12.000 kostet. 8.000, okay, können wir nicht holen. Dann gibt es natürlich noch fette Maschinen, aber ja. Wobei, ich würde tatsächlich sagen, wir könnten hier sogar stehen bleiben. Dann gucken wir uns das nächste Mal die Maschinen an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.